Ferien sind doof. Wim macht ein saures Gesicht. Er sieht aus, als würde er auf eine Zitrone beißen und könnte sie weder runterschlucken noch ausspucken. Aber Wim hat nichts im Mund. Und trotzdem macht er so ein Gesicht. Dann muss was passiert sein. Wim sitzt neben dem Huhn im Gras. Es ist keiner da, dem er erzählen könnte, warum er so sauer guckt. Oder vielleicht dem Huhn? Jetzt kennst du mich noch, sagt Wim zu dem Huhn. Aber wenn ich zurückkomme, kennst du mich nicht mehr. Was redest du denn da? Einen Augenblick, nicht länger als die Hälfte einer halben Sekunde, denkt Wim, dass ihm das Huhn geantwortet hat. Aber es ist Adris Stimme. Ich habe dem Huhn gerade erzählt, dass ich in die Ferien fahren muss. Ferien? Ja, mit meinen Eltern in die Berge. 3 Tage hin, 7 Tage in den Bergen und dann wieder 3 Tage zurück. Tss, macht Adri und schüttelt den Kopf. Berge. Ich kapiere nicht, dass die Leute Berge haben wollen. Ich auch nicht, brummt Wim. Du brauchst nur einen falschen Schritt zu machen und schon donnerst du nach unten. Hast du keine Lust zu fahren? Natürlich nicht, sagt Wim. Hier ist es doch viel schöner. Wir haben ein Huhn. Und wir haben ein Haus. In den Bergen habe ich nichts. Da muss ich den ganzen Tag nur rauf und runter laufen. Und wenn ich zurückkomme, kennt mich das Huhn nicht mehr. Dann bin ich 2 Wochen älter. Ja, dann erkenne ich dich vielleicht auch nicht sofort wieder, meint Adri. Ferien sind doof, was? In diesem Augenblick kommt Martje den Abhang heruntergerutscht. Wim muss mit seinen Eltern in Ferien fahren, erzählt Adri. Wann denn? Jetzt? Dafür haben wir doch überhaupt keine Zeit. Hier ist viel zu viel zu tun, sagt Martje. Und Ferien sind schrecklich langweilig. Das habe ich gerade noch im Fernsehen gesehen. Ich muss aber, Wim seufzt. Wir fahren in die Berge. Mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, wir brauchen mal ein paar Tage Erholung. Ich muss natürlich die ganze Fahrt hinten sitzen und... Warte mal, unterbricht ihn Martje. Wann fahrt ihr denn? Nächste Woche, sagt Wim. Dann musst du gleich heute Abend damit anfangen, ungezogen zu sein. Und was habe ich davon? Fragt Wim. Dass sie dich nicht mitnehmen wollen, denn ein ungezogenes Kind ist noch schlimmer als... Als was? Als Ferien in den Bergen, ergänzt Adri. Ich muss aber mit, sagt Wim, denn ich bin ihr Kind und das finden sie schön. Bis du ungezogen bist, behauptet Martje. Hey, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich frage einfach, ob du so lange zu uns kommen darfst. Dann brauchen sich deine Eltern keine Sorgen um dich zu machen und du brauchst nicht mitzufahren. Das ist für deine Eltern eigentlich auch viel schöner, vor allem abends. Fang heute schon ruhig mal damit an, ungezogen zu sein. Oder huste ganz doll. Aber Wims Laune wird nicht besser. Das Verrückte ist, dass er nicht genau weiß, was er tun soll, um ungezogen zu sein. Etwas umwerfen vielleicht? Aber das findet seine Mutter nicht schlimm. Das macht sie selbst auch oft. Und er darf auch an die Sachen von seinem Vater gehen. Sein Vater ist nie böse. Wenn du Glück hast, brichst du dir noch rechtzeitig vorher ein Bein. Adri grinst. Sollen wir schnell etwas Gefährliches machen, die Straße überqueren vielleicht? Red doch keinen Blödsinn, schimpft Martje. Sie dreht sich um und füttert das Huhn. Sie legt auf jeden Schuh ein Stückchen Brot und wartet. Das Huhn trippelt langsam näher und tut so, als würde es das Brot gar nicht sehen. Doch plötzlich, pick, pick, ist das Brot weg. Huhu, das kitzelt aber schön, sagt Martje und kichert. Und dein Schuh hat ein Loch, bemerkt Adri. Wim starrt noch immer trübsinnig vor sich hin. Er denkt sich immer schlimmere Sachen aus, die einem im Gebirge zustoßen können. Wenn es dort regnet, sagt er düster, stürzt das ganze Wasser den Berg runter. Und wir haben ein Zelt.
dann wird es mitgerissen. Nichts bleibt stehen, alles wird mitgerissen. Später kommt das Fernsehen und filmt, wie wir unten neben den Trümmern liegen. Einen kleinen Berg fände ich eigentlich ganz schön, überlegt Martje. Dort drüben am anderen Ufer vielleicht. Und habt ihr gewusst, dass die Sonne in den Bergen erst mittags aufgeht? Ja, ich weiß, sie geht natürlich schon viel früher auf, aber das sieht man nicht, weil man hinter den Bergen ist. Und dann sitzt man abends beim Essen gemütlich in der Sonne und plötzlich ist die Sonne weg. Dann ist sie schon hinter einem anderen Berg versunken. Das habe ich alles von unseren Nachbarn gehört. Die sind schon mal da gewesen. Und man muss ganz dicke Schuhe anziehen, sonst macht man sich die Füße kaputt, sagt Wim. Da liegen nämlich überall spitze Steine. Ein Berg mit einem Weg, der darüber führt, träumt Martje weiter. Das stelle ich mir schön vor. Dann kann man alles überblicken und sehen, ob jemand kommt. Auf dem alten Fabrikgelände liegt noch genug Holz für einen Turm, sagt Adri. Sollen wir einen Aussichtsturm bauen? Nee, das lassen wir schön bleiben, brummt Wim. Den Turm kann jeder sehen und dann werden die Leute neugierig und kommen hierher und dann weiß jeder, dass unter der Brücke ein Haus steht und dann nehmen sie uns vielleicht weg. Das hier ist ein geheimes Haus und ein Geheimnis muss auch geheim bleiben, finde ich. Ich geh mal fragen, sagt Martje, ob du zu uns darfst. Sie klettert auf die Straße und läuft nach Hause. Wir fahren nie in Ferien, sagt Adri. Warum nicht? Weil mein Vater im Sommer für die Touristen Fische ausnehmen muss. Nur im Sommer? Im Winter gibt es keine Touristen. Und was macht dein Vater dann? Auch Fische ausnehmen, aber längst nicht so viele wie im Sommer. Mein Vater macht immer dasselbe, erzählt Wim. Er rechnet aus, wie viel etwas kostet. Ein neues Haus oder eine neue Straße zum Beispiel. Das macht ihm Spaß. Das hört sich aber schwierig an, sagt Adri. Und langweilig. Manchmal muss er auch schrecklich dabei lachen, meint Wim. Und manchmal bekommen wir schöne Bretter für einen Schrank. Die sind dann irgendwo übrig geblieben. Falsch ausgerechnet, sagte Adri grinsend. Was macht Martjes Vater eigentlich? Fragt er dann. Was ihr Vater macht, weiß ich nicht, antwortet Wim. Aber Martjes Mutter ist Lehrerin für fremde Sprachen. Sie war sogar schon mal in China. Dann sind sie sicher reich. Mein Vater sagt nein. Und ihr? Wir sind reich, sagt Adri. Meine Mutter lacht immer und wir haben immer Fisch zu essen. Und mein Vater? Nein, wir sind nicht reich. Wim geht nach Hause. Adri geht auch nach Hause. Aber sie sind nicht fröhlich, keiner von beiden. Wim nicht, weil er in die Berge fahren muss. Adri nicht, weil er über Reichsein und Nichtreichsein nachdenken muss. Und noch über etwas anderes. Was ist, wenn Wim jetzt doch darf, überlegt Adri. Wenn er wirklich zu Martje darf, solange seine Eltern in Ferien sind, dann will ich das auch. Aber wir fahren ja nicht in Ferien, nicht mal ans Meer. Nur ab und zu mal zum Wohnwagen, der auf dem Hof von meinem Onkel steht. Und das ist nur eine Stunde zu Fuß weg. Also kann ich nicht zu Martje, damit ich nicht in Ferien fahren muss. Es ist schon eine merkwürdige Sache mit den schönen Dingen im Leben.